Ausgabe Nummer 5 des Fußball-Legenden-Talks. Hallo und herzlich willkommen. Glück auf, liebe Schalkerinnen und Schalker. Und ich bin der Talker. Das sind die Legenden. Wir freuen uns, dass Abi wieder dabei ist. Frage nach der Hüfte kommt gleich. Rainer Edelmann, Torschütze in einem inzwischen legendären Spiel, in dem es um die Rettung des S04 ging, vor dem Absturz in die Oberliga. Und Helmut Krämers, Pokalsieger 72. Viele erfolgreiche Jahre beim S04. Nationalspieler natürlich. Träger des Silbernen Lorbeerblatts, wusstet ihr das? Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Hast du das? Hast du geschlafen? Hast du geschlafen 1974, als du den gekriegt hast? Wer hat den überreicht? Keine Ahnung, das ist so lange her. Ich kann mich nicht erinnern. Wo liegt das Ding denn? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gesehen. Ich weiß, es ist irgendwie weggekommen in einer Diskothek, wo wir den gefeiert haben, höchstwahrscheinlich. Abi, wie geht's dir? Was macht die Hüfte? Ja, Hüfte ist okay, ist drin. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, dass wir mal durch die Augen treten können wieder und, wie man eben bei so einer Hüftoperation, dauert es ein bisschen länger immer. Ich schätze mal so 4-5 Wochen, dann geht es mir auch besser, dann kann ich auch die Krücken langsam wegschmeißen, weil die gehen mir schon ein bisschen auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Drück mir die Daumen, dass es so in 3-4 Wochen wieder klappt mit den Flanken, der Fischer wartet schon. Ja, der Fischer kriegt noch eine Rechnung von mir, das weißt du ja. Ne? Also, das werden wir. Du die Hüfte das, kaputt gemacht? Ja, ja, Hüfte kaputt Flanken gemacht und jetzt lässt er sich nicht mehr sehen. Immer wenn ich ihn anrufe, sagt er, ich habe keine Zeit. Ja, also der Erwin hat ja auch ein Problem gehabt, also ich muss mich mit dem Erwin mal unterhalten noch. Weil Erwin hat ja auch ein Problem gehabt und da müssen wir dem Fischer doch ein bisschen Geld aus der Nase ziehen. Also ich habe dem Fischer keinen Ball zugespielt. Ich habe auch nichts, ich bin total fit. Jungs, gute Laune aller Orten und bei allen, die Schalke im Herzen tragen, denn wir haben schon wieder gewonnen. 0-0 in Hannover, das war verdammt spät, aber auch verdammt verdient, oder? Abi? Ja, ich fand das Spiel fand ich diesmal super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja diesmal kein Ergebnis vorausgesagt, weil ich ja letzte Woche nicht da war, aber ich hatte mich mit Peter Knebel mal getroffen gehabt und habe ihm also auch da gesagt, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Hannover gewinnen. Ich fand auch Hannover jetzt nicht so stark und ich fand unsere Mannschaft sehr stark. Und was mir diesmal wirklich gut gefallen hat, ihr wisst ja, ich kritisiere immer gerne die Dreierkette, aber die stand in Hannover richtig gut. Und ich kann nur hoffen, dass wir jetzt von Spiel zu Spiel immer besser werden mit der Dreierkette und langsam glaube ich auch, dass es funktioniert. Ja, Rainer, insgesamt, wenn man es mit den ersten Spielen der Saison vergleicht, wesentlich mehr Ideen im Ballbesitz auch, ne? Spiel nach vorne, mehr Chancen rausgearbeitet. Ja, also ich sehe das genauso. Die Entwicklung sieht man eigentlich von der Mannschaft. Ne? Am Anfang der Saison wusste man nicht so genau, okay, in welche Richtung geht es. Ne? Dann haben wir aber die entscheidenden Spiele dann auch für uns entscheiden können, sodass wir wirklich den Anschluss nicht verloren haben. Weil es ist immer gefährlich, wenn du dann im Prinzip Anfang der Saison so ein bisschen den Anschluss verlierst. Und ja, das zehrt dann schon auch an den Spielern, weil dann ja, hat man vielleicht das Vertrauen nicht so hundertprozentig und zweifelt so ein bisschen. Aber ich muss sagen, die Entwicklung hat sich wirklich, also die Mannschaft hat sich wirklich super entwickelt. Und letztendlich Hannover hat man gesehen, ne, wir haben das Spiel wirklich von Anfang an gut angegangen. War fast wie ein Heimspiel, ist mir das vorgekommen. Gedrängt, ne, und letztendlich auch dann verdient gewonnen, aus meiner Sicht. Zwar spät, aber in anderen Spielen haben wir auch schon so Spiele unschieden gespielt oder sogar verloren. Ne? Also von daher muss ich sagen, also war das ein verdienter Sieg und die Mannschaft hat wirklich da echt toll gespielt. Ja, ja, gegen HSV zwei späte Gegentore bekommen, gegen Aue den späten Ausgleich, ne? Und jetzt machst du das Ding und es war ja ein richtig schönes. Helmut, du hast das gesehen und ja, hast gesagt, mein Gott, hätte ich ja nicht besser machen können. Ja, genau so ist das. Also toller Spieler, tolles Tor. Ich habe selten sowas gesehen auf Schalke mit der Hacke annehmen, denn mit links schießen. Also der Einzige, der das konnte, warst du, Helmut. Nein, ich habe überhaupt keine Tore geschossen. Ich war ein Defensivspieler und das war es denn auch. Ne?
Er stellt mal wieder sein Licht unter den Scheffel, denn er hat natürlich in rund 275 Spielen für Schalke 59 Tore geschossen als Defensivspieler. Wobei muss er sagen, du warst ja ein linker Außenverteidiger, der fast mehr in der Offensive zu finden war als hinten, ne? Ja, aber früher war es ja auch viel einfacher. Du bist nicht angegriffen worden. Du konntest manchmal den Ball nehmen vom 16er zum 16er laufen. Keiner hat dich gestört und deshalb hat man höchstwahrscheinlich ein paar Tore mehr geschossen. Ne? Und du warst natürlich eine ganz coole Sau vom Punkt. Wie viele Elfer waren dabei? Ja, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, aber ein paar Elfmeter waren auch dabei. Ein paar Freistöße noch, aber die Elfer, die bleiben in Erinnerung, zum Beispiel zwei innerhalb von 4 Minuten gegen Sepp Maier beim 5:5. Mhm. Erinnerst du dich wenigstens an das Spiel? Du bist immer so nach dem Motto, ach komm, was damals war. Ne? Aber der Fan erinnert sich gerne. Ja, denke ich ja auch wirklich so, was hinter uns liegt, ist doch vollkommen egal. Die Zukunft ist wichtig. Trotzdem, wenn wir jetzt mit so ein paar Jungs zusammenstehen, ist ja klar, dass man sich über das Fußballspielen unterhält, ob die Spieler heutzutage schneller sind oder langsamer, was auch immer. Also ich schaue mir auch gerne mal ein Fußballspiel in England an. Und weil da absolut mit Tempo gespielt wird, da wird nicht rechts und nach rechts und links und zurück wieder zum Torwart und Ballbesitz, da geht zur Sache und das finde ich sehr schön. So, ne? Er ist in England, wir kommen wieder zurück in die zweite Liga. Rainer hat gesagt, das ist nach dem Anfang der Saison, wo man nicht genau wusste, wo man steht, jetzt eine Geschichte, in der sich was entwickelt. Inwieweit hilft so ein Last-Minute-Tor, wenn wir auch das Erlebnis Düsseldorf sehen, wo man auch schon gesehen hat, wie die Arena explodiert ist, wie die Mannschaft explodiert ist, die ganze Bank aufeinander flog und jetzt wieder so ein Ding. Inwiefern schweißt das eine Mannschaft zusammen? Also Siege schweißt ja immer zusammen, ist ja ganz klar. Aber was mir natürlich auch aufgefallen ist, Stadion war voll, unsere Jungs wurden gut angefeuert von unseren Fans und ich glaube, da waren ungefähr 10.000 oder 12.000 Schalker gewesen. Man hat da schon gemerkt, dass es also kein Auswärtsspiel für uns unbedingt war, sondern auch schon ein Teil eines Heimspieles. Und ich glaube, man kann natürlich in der letzten Saison jetzt drüber reden oder nicht reden, warum wir abgestiegen sind. Ich weiß nicht, wenn das Stadion immer voll gewesen wäre, ob wir da auch abgestiegen wären. Das kann ich vielleicht jetzt nicht so 100% beurteilen, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die Zuschauer da gewesen wären, da hätten wir auch sicherlich den einen oder anderen Punkt noch geholt. Ja? Also das hat man wieder in Hannover jetzt gesehen. Die Fans stehen voll hinter uns und das pusht natürlich die Truppe, das muss man wirklich sagen. Und die haben auch sehr gut gespielt, die standen gut. Sie haben sehr viel Druck gemacht. Ich war ein bisschen enttäuscht von Hannover eigentlich, dass die zu Hause, ich glaube, die haben einmal aufs Tor geschossen und dann auch weit rüber geschossen. Also das war jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, muss man wirklich sagen. 22:1 Torschüsse, die Bilanz am Ende für die Auswärtsmannschaft hat man jetzt auch nicht so oft und der 22. war dann endlich drin. Du kennst das ja vielleicht ein bisschen, dieses Gefühl, wenn man als Schalker spielt, das war jetzt das erste Mal für alle Spieler, die da auf dem Platz standen. Malik Schauer hat ja nie vor Zuschauern gespielt vor dieser Saison. Erste Mal, dass sie auswärts aus dem Tunnel kommen, aus der Kabine kommen und sehen eine ganze Kurve in Blau. Teilweise ja noch auf der Tribüne jede Menge Schalker. Was macht das? Du bist damals aus Schwetzingen gekommen zum S04. Mhm. Wenn du das miterlebt hast, was hier los ist auf den Rängen, wie kann das pushen? Ja, durchaus. Also das ist ja immer als Spieler schön, wenn du vor einer vollen Bude spielst, vollem Haus. Das habe ich damals ja am eigenen Leib spüren dürfen. Wir hatten damals das Spiel, das du angesprochen hast vorhin, das legendäre Spiel gegen Blau-Weiß Berlin. Da haben wir 66.000 Zuschauer im Stadion gehabt. Ne? Also das war schon, wenn du einläufst, ne? Und trägst natürlich dann hier das blaue Trikot und dann, ja, dann bist du auch schon stolz und ich denke auch in Hannover jetzt, wenn wir auf die aktuelle Situation zurückkommen, das pusht natürlich schon, ne? Einfach auch den Glauben, dann man kann ein Spiel auch drehen, auch in der Endphase. Ne? Und das ist ja oftmals, war es in der Vergangenheit so, da standen sie auf dem Platz und dann hast du zum Schluss dann noch unentschieden gespielt, du hast sogar noch, wie du angesprochen hast, verloren, dann mit gesenkten Köpfen in die Kabine, das nimmst du natürlich mit als Spieler. Und jetzt ist das natürlich eine ganz andere Situation. Plötzlich spielst du in Hannover und machst 90+5 das Tor. Und alle freuen sich, das bewegt schon was. Also ich glaube schon, dass da ein Ruck durch die Mannschaft geht. Und wie gesagt, der Glaube auch da ist, okay, wir können Spiele auch drehen, auch in der Endphase. Ne? Also
und gehst dann froh in die Kabine und spielst Musik von Helene Fischer? Ich meine, Wolle Petri ist Kult, okay. Aber Helene Fischer, hast du die aufgelegt, Helmut? Nein, ich liebe Rockmusik. Ich habe jetzt gehört, dass sie schwanger ist. Das war für mich eine ganz, ganz tolle Mitteilung. Und ich habe mich sehr traurig gefreut. Nee, ich fand das wirklich so toll. Habe auch meiner Frau gesagt, Mensch, schick mal eine Mail rüber, dass wir uns auch freuen. Und weil das eine sehr gute Freundin ist von uns. So. Aber er hört trotzdem lieber Rockmusik. Das ist ja auch dann musikalisch deutlich angenehmer, finde ich. Ne? Vielleicht schmuggeln wir dich da ein, dass du da demnächst mal an den Musikteller gehst. Sehr gerne. Das ist eine andere Generation. Ne? Das sind junge Spieler. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Helmut eine Platte mit ihr macht. Weil Helmut hat ja auch eine gute Stimme und hat sehr auch gut. Schon einige Platten mit dem Erwin gemacht. Also, Das Mädchen meiner Träume. Ne? Ja, das sehe ich. Ja, das war ein Hit. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Also. Und dann, das war noch so. Vor Elvis Presley. Das weißt du ja. Ich stand nicht vor Elvis Presley. Das kann ich mir noch erinnern. Ich habe ja in Memphis auch Fußball gespielt. Ich war von Calgary, also in Kanada, nach Amerika, Memphis. Und da gab es wirklich nur zwei gute Leute. Das waren Elvis und ich. Elvis am Ball und er an der Gitarre. Ja, wenn wir schon bei den ganz alten Geschichten sind. Der Erwin sagt übrigens, du hättest da nur Golf gespielt, gar nicht Fußball, aber das ist eine andere Geschichte. Rainer, wir haben das Spiel schon angesprochen gegen Blau-Weiß 90. Sie sollten noch ein bisschen vorher anfangen, in dieser Saison. Ja, wir sind abgestiegen, 88, ne, trotz Toni Schumacher und Konsorten. Olaf Thon war noch da behalten worden, obwohl die Bayern ihn schon vorher haben wollten, weil der Günther Siebert gesagt hat, nein, den gebe ich nicht her, da baue ich eine neue Mannschaft rum. Hat nicht funktioniert, abgestiegen, du warst in der Saison gekommen, hast dann aber gesagt, ich bleibe, wir ziehen den Karren wieder aus dem Dreck. Und dann ging es ganz fürchterlich schief und ganz runter. Wir waren 19. in der zweiten Liga, damals 20 Mannschaften, nie haben wir so tief gestanden seit Bestehen des Vereins. Ne? Und dann wurde Didi Ferner entlassen und auf der Bank saß gegen Saarbrücken ein gewisser Helmut Krämers. Wie kam es denn dazu? Ja, man hatte mich angerufen und gedroht, wenn ich nicht komme, gibt es Schwierigkeiten, also habe ich zugesagt. Du hast dich doch selber angerufen, du warst doch Manager. Ja, nee, das bin ich geworden und auch sehr, sehr erfolgreich. Also als Trainer habe ich kein Spiel verloren, das muss man mal ganz klar so rausstellen. Und du kannst das bestätigen, wir waren sehr erfolgreich. Ich habe auch wirklich auch sehr gute Spieler eingekauft. Also da hat alles funktioniert. War es so? Kannst du das bestätigen? Ja, also ich kann das wirklich. Du bist fast abgestiegen, aber im richtigen Moment gedreht. Das eine Spiel gegen Saarbrücken, 2-1 gewonnen, 0-1 hinten gelegen. Alle dachten, ach du Jemine. Und dann kam Rainer E. und macht den Ball rein und Uwe Wassmann. Hast du das Tor geschossen? Und Uwe Wassmann macht das 2-1. Ja. Der Turning Point. Ja, ich kann mich an das Spiel auch noch oder an die. Habe ich dich aufgestellt jetzt? Ja, klar. Ach so. Ja, du hast ja die besten Spiele aufgestellt. ich kann mich an die Situation, an die Spiele genau erinnern. Und es war wirklich nach dem Abstieg keine leichte Situation, weil wir hatten wirklich viele Spieler, mussten wir abgeben. Olaf musste verkauft werden. Matthias Schipper, Kruse, Patzke, Jakobs, alles weg. Und eigentlich hatten wir mit einer jungen, neuen Mannschaft auch ähnlich, eigentlich, deswegen ziehe ich immer so die Parallele dazu, angefangen und dann, Trainerwechsel. Wir hatten echt einen schlechten Start, wie du eben sagtest, ne, waren ganz unten in der Tabelle. Und da waren schon die Befürchtungen, dass man eben in die Drittklassigkeit abrutscht und eventuell der Verein dann riesen Probleme bekommt und nicht mehr auf die Beine kommt. Ja, und nur Erkenschwick und Van Eickel haben sie schon, oder Westfalia Herne haben sie schon den ganzen Jahresetat dreifacher erhöht, weil sie die Einnahmen vom Heimspiel eingerechnet haben. Genau, die haben sich schon gefreut alle. Aber letztendlich haben sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Also wir haben dann das Ruder nochmal rumbekommen und ich kann mich ganz gut daran erinnern. Saarbrückener Spiel, weiß ich noch, ne? War mal im Trainingslager und Helmut hat dann eben mit uns Einzelgespräche geführt. Weiß ich noch, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Saß mal unten. Ich weiß auch, was ich dir gesagt habe. Schieß ein Tor, ne? Ja. Und das ist wirklich bei mir so in Erinnerung geblieben. Einzelgespräche geführt und wir wussten, dass wir eben wirklich jetzt das Ding rumreißen müssen. Und dann das Spiel Saarbrücken, wie du eben angesprochen hast, ne? 0-1 zurück und dann geht natürlich in den Köpfen. Das darfst nicht verlieren. Und das ist natürlich
echt eine schwierige Situation, aber letztendlich haben wir das gedrehte Spiel und haben dann noch das Ruder rumgerissen und letztendlich sind wir dann noch 12. geworden in dieser Saison. Haben damit auch den Abstieg vermieden und so ein bisschen den Grundstein gelegt auf die neue Saison. Ne? Und dann waren wir 5. in einem Jahr drauf, ne? Und dann ist ja der Aufstieg dann wieder geglückt. Ja, da sind wir eigentlich ganz gesund gewachsen und wir hatten uns das auch so vorgestellt, also nicht absteigen. Eine Saison braucht man, um sich einzuspielen und danach sind wir ja auch sofort aufgestiegen. Ja, in der dritten Saison, ne? Aber 12. hört sich natürlich jetzt so an, als hätte man mit Riesenvorsprung das Ding gewuppt. Am vorletzten Spieltag gegen Blau-Weiß 90 war noch do or die. Ne? Wenn wir das verloren hätten, Blau-Weiß 90, 66.000 im Parkstadion und dann 0-1. Peter Neururer, du hast ihn geholt dann, weil du keinen Bock mehr hattest, hast gedacht, ich will hier mit einer 100% Sieg. Ich wollte kein Spiel verlieren. Mit einer Karriere wolltest du da rausgehen, ne, nach dem 2-1 gegen Saarbrücken. Wie bist du auf Peter gekommen? Nein, ich muss sagen, der war schon so gut wie verpflichtet worden. Ich glaube, der Günther Eichberg hatte sich darum gekümmert, als ich noch nicht da war. Und so ist der Peter Neururer, der ein sehr positiver Typ ist, so ist der Trainer geworden bei uns. Der kam, glaube ich, auch ganz gerne, ne? Aus Aachen. Ja, kam aus Aachen und dann habe ich dann auch sofort zwei Spieler aus Aachen verpflichtet und Peter Neururer. Didi Schacht und Peter Sentscheid. Ja, und er ist ein sehr, sehr positiver Typ, mit dem man sehr viel Spaß haben kann. Ja, manchmal ist es auch schwierig. Ja, gibt gar keine Pferde mehr in der Umgebung, ne? Hat alles schon gestohlen. Rainer, dann 0-1. Peter erzählt immer die Geschichte, da konnte man eine Stecknadel fallen hören und dann hat einer dieses ganz lange Schalke gerufen und dann das ganze Stadion und dann hast du unter anderem nach Ingo Anderbrügges Ausgleich das Ganze auf die Siegerstraße gebracht. Wie groß war die Erleichterung? Habt ihr Party gemacht danach? Denn dann mit dem 4-1 war endgültig klar, der Abstieg ist vermieden. Ja, also das war für uns natürlich alle ein richtungsweisendes Spiel und so wie du sagtest, ne, da war wirklich totale Stille im Stadion und bei der Kulisse und dann war natürlich dann Ausgleich durch Ingo, ich habe 2-1 gemacht, Michael Klinger dann danach 3-1 und und dann war natürlich klar, für uns ist dann so viel Ballast abgefallen, ne, dass wir eben das geschafft haben. Und danach war natürlich Party. Ne? Wir sind dann noch nach Buhr gefahren und was weiß ich, wo wir überall in welchen Spielunken wir da rumgehangen haben dann letztendlich. Aber das war wirklich, war wirklich toll und also wir haben das eigentlich richtig gefeiert. Ne? Für uns war das, ich will nicht sagen, jetzt Meisterschaft ist ein bisschen übertrieben, aber für uns war es gefühlt. Ne? Ist wirklich so viel abgefallen und dass wir eben da letztendlich dann die Klasse halten konnten und letztendlich dann den Weg ebnen konnten, ne, für die nächsten Jahre, ne? Dass das eben dann so weiterlief. Ja. Ja, den Super-GAU vermieden und dann langsam aufgebaut. Du kennst das also, diese Situation, in der Ruben Schröder jetzt ist, ne? Dass man nach einem Abstieg viele, viele verdiente Spieler abgeben muss, ganz neu was aufbauen. Hast du viel Verständnis dafür, dass er Zeit einfordert, Geduld einfordert? Ja, das ist ja ganz, ganz normal. Nur es ist auch eine sehr interessante Aufgabe. Und was ich bisher so mitbekommen habe, machen die das auch ganz gut, weil da auch mal ehemalige Fußballspieler mit in der Verantwortung sind. Deshalb glaube ich, dass es der richtige Weg ist. Wie siehst du die Situation? Glaubst du, das ist genauso wie damals? Jetzt in Abschiedsgefahr werden wir nicht mehr geraten, aber dass man ein Jahr zur Konsolidierung braucht und dann erst angreifen kann zum Aufsteigen? Ja, vielleicht oder geht das schon was in diesem Jahr? Vielleicht wäre das gesünder, aber ich würde mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen, wenn sie sofort aufsteigen. Das macht ja viel mehr Spaß. Ja, gut, in der zweiten Liga gewinnt man natürlich öfter als in der ersten. Das bringt das so mit sich. Aber du weißt ja, wir haben ja immer so ein bisschen geschiert. Wir haben immer gesagt, wir müssen nicht ganz oben stehen. Wenn wir so Dritter, Vierter sind, da ist der Druck nicht ganz so groß. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn man da steht mit geringem Abstand nach oben, ja, dann ist man nicht so der Gehetzte, auf Deutsch gesagt. Ja? Also wenn man da oben als Erster steht, dann kommen die sofort immer und sagen, hör mal, wir müssen den heute schlagen oder FC Schalke heute schlagen. Also ich finde,
Das ist schon ganz okay, wie der Plan zurzeit läuft. Ich wäre jetzt nicht der großen Meinung, dass wir jetzt 3-4 Spiele hintereinander gewinnen, so wie Hamburg das ja auch gemacht hat in der letzten Saison. Die standen lange, lange oben und mussten jedes Mal groß kämpfen, wenn die irgendwo hingekommen sind. Und weil die einfach sagen, die sind der Erste, die müssen wir heute auch mal schlagen. Und ich finde, wenn man so im Hintergrund so Dritter ist, Vierter ist ein bisschen, dann hat man halt einfacher. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir in diesem Jahr aufsteigen. Dein Wort also im nächsten Jahr. Gottes Ohr, Rainer? Ja, also ich finde, man soll einfach nicht sich keinen Druck da auferlegen. Ne? Die Mannschaft ist neu zusammengebaut worden. Ne? Natürlich, das braucht Zeit. So wie ich mitbekommen habe, machen die wirklich einen guten Job. Ne? Und von daher... klar, der Druck ist natürlich immer da, ne? Die Fans erwarten immer mehr, klar. Ne? Ich bin froh, dass wir jetzt uns da oben so ein bisschen festgespielt haben, ne? Dass wir dabei sind. Und das ist immer, wenn Schalke irgendwo hinfährt in der zweiten Liga, ist es immer für dieses Spiel fast des Jahres. Ne? Und egal, ob wir Erster, Zweiter, Dritter, Achter, ne? Das ist so. Ne? Und da muss man halt diese Spiele muss man annehmen und muss einfach... ja, Leidenschaft, und das ist auch das, was die Fans sehen wollen. Ne? Wenn man sieht, dass die Jungs jetzt auf dem Platz wirklich hier rackern und alles und Gas geben, ne? Und jeder für den anderen so ein bisschen, so hat man das Gefühl, dass es auch so in der Mannschaft eigentlich stimmt, dann ist das eigentlich die beste Voraussetzung, dass man da zumindest oben mitspielt. Ob es natürlich reicht für einen Aufstieg, das muss man sehen, die Saison ist noch lang. Man hofft, dass keine Verletzungen dazu kommen. Ne? Wir sind natürlich vorne auch ein bisschen dünn besetzt. Ne? Ich bin froh, wenn Terodde hier gesund und fit bleibt, ne? Bis Saisonende. Weil das ist natürlich auch so ein Leader und einer, der natürlich auch dann Spiele auch entscheiden kann. Ne? Und ja, da muss man hoffen, dass alle gesund bleiben. Ja. Ja, diese besondere Drucksituation habt ihr jetzt skizziert, die da ist, wenn man Schalke 04 in der zweiten Liga ist. Aber dafür haben sie auch Leute geholt, die ein bisschen routinierter sind. Da steht ja nicht die ganz junge Truppe auf dem Platz, sondern welche, die schon einiges erlebt haben. Einige, die sich in der zweiten Liga auskennen, die wissen, wie es ist, sonntagmittags in Heidenheim zu spielen. Ne? Das ist die übernächste Aufgabe. Eine gewisse Coolness ist vonnöten. Und da sind wir wieder bei Helmut, weil der war ja noch wirklich eine der coolsten Socken überhaupt. Man denkt, wenn man an die alte, Zeit denkt, ihr hättet immer nur um den Titel mitgespielt, aber das stimmt natürlich nicht. Ne? 72, Pokalsieger, Vizemeister, aber dann waren 2 Jahre dabei, wo Erwin und du Leader wart in einer ganz, ganz jungen Truppe und wo es nur um den Klassenerhalt ging, weil die anderen gesperrt waren. Ja, das wollte ich gerade sagen, das war der Bundesliga-Skandal und das war also eine ganz, ganz schwierige Zeit. Trotzdem sage ich mal, unsere Mannschaft, das war das Positive, das waren 10 Leute, die auch Fußball spielen konnten. Ne? Von der rechten Seite, von der linken Seite, übers Mittelfeld, Stürmer, Abi ja auch, gehörte ja auch dazu. Und deshalb, aber ich bin lieber an erster Stelle und habe den Druck. Es gibt nichts Schöneres, an erster Stelle zu stehen. Und da würde ich mir also keine Gedanken machen, so, ob der Druck groß ist oder nicht oder was auch immer. Also ich persönlich starte lieber von Tabellenplatz 1. Er macht sich eben vor nichts in der Hose, unter anderem, kannst du dich noch erinnern, 3 Elfer in einem Spiel verwandelt. Wir haben gerade die 2 gehabt von 5-5, aber das war die absolute Oberdramatik. Halbfinale damals im DFB-Pokal 71-72 auf dem Weg zum Titel gegen den 1. FC Köln. Das absolute Ding hier in der Glückaufkampfbahn. Warst du als Zuschauer da? Nein, da war ich Zuschauer. Ja, klar, du hast noch nicht gespielt. Ich war nur zu jung. Ja. Ja, da spielte der Liboda auf der rechten Seite. Genau. Ja. Und du hast im Spiel 2 gemacht, kurz vor Schluss, um überhaupt auf das 5-2 zu kommen. Hinspiel 0-3 verloren. Ihr musstet also, weil es die Auswärtstorregel noch nicht gab, mit 3 Toren gewinnen. Beverung verschießt den ersten. Bei Köln wird einer getroffen, einer verschossen. Also da waren insgesamt 21 Elfmeter in dem Spiel. Der Klaus Beverung hat im Elfmeterschießen noch seinen 2. verschossen an dem Abend. Aber du hast alle 3 reingemacht. Ja, Glück gehabt. Weil dich nichts interessiert? Oder wie bist du da zum Punkt gegangen? Ja, also viele Spieler wollen ja keinen Elfmeter schießen, weil der Druck zu groß ist oder was auch immer.
Also ich habe das sehr gerne gemacht, deshalb habe ich ja auch davon gesprochen, dass für mich Druck was Positives ist. Beim ersten Elfmeter, den Beverungen verschossen hat, da konnte ich nicht, weil ich mich vorher so ein bisschen verletzt hatte, sonst hätte ich den ja auch geschossen. Aber wie gesagt, mehr konnte man ja nicht schießen, Elfmeter. Aber der Torwart von Köln, ich glaube, der war auch ein bisschen blind. War das nicht der Welt? Gerd Welt? Ja. Ja, genau, ne? Der war das. Und bei uns, ja, Norbert Dickbo hat natürlich im Spiel gehalten, im Elfmeterschießen gehalten und selbst verwandelt. Stimmt. Hat er das im Training auch geschafft? Oder ja, hat er gar nicht trainiert? Ja, eigentlich ein guter Fußballspieler. War auch ein guter Fußballer. Also super. Was die heute so, sag ich mal, bei vielen Teutern ja vermisst, dieses Fußball-Mitspielen, ja. Das konnte der. Aber das hat er auch immer mitgemacht. Wenn wir mal Spiele gemacht haben, ist er auch manchmal als Feldspieler reingegangen. Also der Norbert, der konnte schon kicken, das muss ja, man wirklich sagen. Also der hat sich auch, der war auch eine coole Socke gewesen. Man hat ja auch gesehen, wie der den Elfmeter auch reingehauen hat. Also der war ganz locker gewesen. Und also als der Norbert da angelaufen ist, ich kann mich noch dran erinnern, habe ich auch gesagt, der ist drin. Also da wird der ganz locker reinschieben. Also ja. Dann war er ein Spezialist dafür. Da sind wir ja froh, dass du angeschlagen warst, weil wenn du dir für Beverungen auch noch reingemacht hättest, ja, genau. Hättest du die Verlängerung des so Elferschießen gar nicht gegeben. Dann wäre es gar nicht so dramatisch geworden. Höchstwahrscheinlich. Ja, und danach in Hannover, ja, der Kreis schließt sich, das Endspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern und du machst als Defensivmann 2 Buden, kein Elfmeter. Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich kann mich auch sehr gut dran erinnern, als wir denn nachts weggegangen sind. Kann ich mich auch, das war eigentlich noch viel schöner. Ja, dann erzähl davon. Nee, das kann ich nicht erzählen. Ich fand aber auch, bei dem Spiel hat der Stelli Buda einfach nur richtig geil gespielt. Der hatte, glaube ich, gegen den Fuchs gespielt. Und dem mussten sie wahrscheinlich mit dem Kreislauf, einem Kreislaufkoller gekriegt, weil er hat der Stellen den so, also der hat den so eingedreht. Das fand ich so sensationell, weil der Fuchs war jetzt auch nicht gerade so ein Vollblinder auf Deutsch gesagt, sondern das war schon ein guter Verteidiger gewesen, harter Hund, aber der Stände hat an dem Tag aber auch alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Ne? Ja, der Sten, den habe ich ja geliebt. Ne? Wenn der anfing zu dribbeln oder mein Zwillingsbruder auch, so, dann hast du ja manchmal hinten rumgestanden, weil du ja keinen Druck hattest. Ne? Hast du hinten rumgestanden und hast das beobachtet, wie die gedribbelt haben. Ne? Da war man wirklich sehr begeistert. Und Libuda, superklasse. Ja. Manchmal haben wir auch nur mit 10 Mann, wenn er schlecht drauf war, haben wir nur mit 10 Mann gespielt. Aber wenn er gut drauf war, hat er sensationell gespielt. Ja, man sagt ja immer, wenn die erste Flanke kommt, ist gut. Ne? Ja. Wenn die daneben geht, könnte es schwierig werden. Sehr sensibel. Ja. Ja. Wie die Künstler nun mal sind. Ja. Ne? Das Ganze fand ja statt. Ich war nicht im Stadion, sondern war das erste Spiel, Fußballspiel, das ich in Farbe gesehen habe. Ne? Weil wir hatten noch Schwarz-Weiß-Fernseher und der reiche Onkel hatte einen Farbfernseher. Deshalb erinnere ich mich gut. Tag danach dann auf der Bahnhofstraße schön unter zigtausenden, hunderttausenden beim Jubeln. Das war in der Baustelle. Ne? Das Stadion war überhaupt nicht fertig, das Niedersachsenstadion, weil es zur WM auch umgebaut wurde. Würde man heute nie im Leben auf die Idee kommen, da ein Finale stattfinden zu lassen. Ne? Wie war das von der Atmosphäre her? Kannst du dich noch erinnern? Ja, von der Atmosphäre, ich kann mich gar nicht dran erinnern. War da so eine Baustelle? Wie viele Zuschauer waren denn da? Ich weiß das gar nicht. War ja mit Sicherheit ausverkauft, aber... Ja, ja, also müssen wir nochmal gucken. Ich schätze mal, 40.000 haben noch reingepasst, statt der 60, okay. Die da früher reinpassten. Ja, sage ich schon mal, Teil Hannover abgerissen. Ist ja auch nicht das schönste Stadion, war auch eine Laufbahn. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass die Atmosphäre nicht so gut war. Ja, aber... Wir haben trotzdem noch immer wieder gehört, die Schalke-Rufe und vor allen Dingen, als dann der Stan das Ding hochgehalten hat, immer nur Libuda. Ne? Helmut hat sich einfach, kann man nicht so gut rufen. Ja, also wenn ich das auch vorher gewusst hätte, hätte ich mir einen anderen Namen. Ja, so dreisilbig ist so besser. Meine Willi. Willi wäre ein Künstlername. Oder Yves. Da geht sogar eine Silbe. Jungs, Hannover bringt uns wieder in die Gegenwart und die heißt dann am Samstag 20.30 Uhr Dynamo Dresden. Ich habe mal geguckt, keiner von euch hat jemals gegen Dynamo Dresden gespielt. Ich kann also keinen Omen hervorzaubern, wie ich das sonst gerne mache. Was
erwartet ihr denn am Samstag? Also ich glaube erstmal, dass Dynamo erstmal schön hinten sich reinstellen wird, was ja fast alle Mannschaften gerne machen bei uns. Und dann eben gucken, dass wir so lange wie möglich 0-0 spielen. Und das ist ja auch bei dem einen oder anderen gut aufgegangen. Da muss man auch sagen, ob das Hamburg jetzt oder auch Aue war. Aue hat es ja auch so ein bisschen gemacht. Ja, man muss eben, wie gesagt, zu Hause muss man ein bisschen Druck machen. Man darf aber auch wieder nicht den Kopf verlieren, dass man sagt, so, pass mal auf, wir müssen die ersten 10 Minuten gleich 2-0 führen, sondern ich meine immer noch, dass man in der zweiten Liga verhältnismäßig langsam rangehen sollte. Natürlich, wenn man ein Tor machen kann, ist es gut, aber ich kann mir auch vorstellen, so länger das Spiel ja immer dauert, ja, das ist meine Meinung, umso besser fangen wir an, Fußball zu spielen. Und ich glaube, dass Dresden, wenn sie sich hinten reinstellen und mal einen reinkriegen sollten, dann müssen die aufmachen und dann ist wieder unser Spiel da, was wir die ganze Zeit jetzt schon gespielt haben, dann auch im eigenen Stadion mal zu kontern. Und das würde mir gut gefallen. Ich kann mir also auch vorstellen, dass Dresden jetzt nicht so stark ist, dass wir gegen Dresden verlieren oder einen Punkt abgeben. Ich glaube schon, dass wir gewinnen werden. Und 56.000 dürfen rein. Mal gucken, ob die auch alle kommen in den anderen Stadien. Das ist natürlich super. Ist es natürlich nie ganz voll geworden. Mal schauen, ob die Schalker sagen, ist jetzt egal. In der Situation wollen wir Spaß haben, wollen wir feiern und kommen alle. Rainer, was glaubst du, wie das ausgeht? Ja, ich bin eigentlich guter Dinge nach dem Hannover-Spiel jetzt, ne, wo wir wirklich dann festgestellt haben, dass wir auch zum Schlussspiel entscheiden können. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir so wie gegen Hannover mehr oder weniger auch mit auftreten, dass wir hinten stabil stehen, dass wir schon ein bisschen Druck ausüben, ne, dass wir also nicht uns da einigeln. Aber natürlich, Abi hat recht, ne, man darf natürlich nicht in offene Messer laufen. Ne, und wenn man da dann mit den Zuschauern im Rücken, ne, also glaube ich schon, also ich bin da guter Dinge, dass wir das Spiel auch gewinnen werden. Ne. Helmut, du hast ja alle Spiele von Dynamo Dresden gesehen. In der Slow Motion. Genau, ne? Ja, also ich kann da nicht richtig mitreden, weil ich habe Dresden nicht Fußball spielen. Nur was mich freuen würde, wenn es keine Schlägereien gibt, dass sich die Fans vernünftig verhalten und dass da nicht irgendwelche Dinge passieren. Das würde ich mir jetzt zunächst einmal wünschen. Das ist ein sehr schöner Wunsch, leider glaube ich aber auch ein frommer, weil die, auf die du dich beziehst, da deren Ohren erreicht kein Mensch, glaube ich. Nee. Ja, und leider. Davon bringen die natürlich ein paar mit und dann werden sich unsere auch nichts sagen lassen. Und dann, naja, mal gucken. Polizei ist jedenfalls gewarnt und warnt auch alle anderen davor, sich nicht hier und dorthin zu begeben. Ich kann dann doch noch was aus der Statistik rauswringen, ja, ein Omen. Der Dresdner hat nämlich bisher streng nach Tabelle gespielt. Gegen alle von unten, die sie hatten, aus der unteren Tabellenhälfte, haben sie gewonnen. Und gegen alle von oben haben sie verloren. Ja, und ja, der HSV steht ja mein Team in der Mitte, schon wieder gegen auf. Die haben sie unentschieden gespielt. Ja. Also müsste es eigentlich hinhauen. Wir sagen vielen, vielen Dank, Helmut Krämers, vielen Dank. Rainer Edelmann. Danke. Schön, dass du hier warst. Ja, und Abi. Ja, Abi, Mann, hast du mich eingeladen? Ja, ich habe dich eingeladen, Helmut. Du kannst jede Zeit kommen, du weißt, du bist mein Freund. Ja, morgen bin ich wieder hier. Ja, morgen. Nächste Woche wieder. Nächste Sendung natürlich wieder Montag nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden. Bis dahin, tschüss und Glück auf. Glück auf. Ja, Glück auf. Glück auf. Ja.